Wenn du richtig isst und bestimmte Dinge mit deinem Körper machst, kannst du dein Schlafpensum reduzieren. Jetzt werde ich faul. Und ich schlafe im Durchschnitt irgendwo um die 4,5 Stunden jetzt. Welche Nahrung sollten wir zu uns nehmen, damit unser Leben sein volles Potenzial für einen Studenten oder einen Schüler erreicht? Also welche Nahrung? Wir müssen das verstehen. Essen ist keine Religion. Essen ist keine Kultur. Nahrung ist nur der Treibstoff für diese Maschine, ja? Der Geschmack kann kulturelle Akzente haben. Die Nahrung kann sogar eine religiöse Färbung haben über einen Zeitraum hinweg. Aber im Wesentlichen ist Nahrung der Treibstoff für diesen Körper. Also mit welcher Nahrung wird er mit minimaler Anstrengung in sich selbst und mit maximaler Wirkung funktionieren? Angenommen, du kaufst ein Benzinauto und pumpst Diesel hinein. Es kann immer noch herumrollen, aber nicht optimal. Genauso kannst du diverse Lebensmittel essen und es funktioniert irgendwie immer noch. Aber bei den Gemeinschaften, die mit Sorgfalt gegessen haben, kannst du zweifellos einen deutlichen Unterschied erkennen in der Art und Weise, wie sie funktionieren, auf dem Intelligenzniveau und was auch immer. Also haben wir in Indien Lebensmittel für verschiedene Menschen auf unterschiedliche Weise verschrieben. Wenn du körperliche Tätigkeiten machst, isst du auf eine Weise, weil du Muskeln brauchst. Wenn du Handel betreibst und andere Arten von Aktivitäten, isst du auf andere Weise. Wenn du einer Kämpferklasse angehörst, isst du anders. Und jetzt, wenn du im Bildungsbereich bist, in einem spirituellen Prozess und feineren Aspekten des Lebens, isst du anders. Wenn du im Bildungsbereich bist, ist eine der größten Herausforderungen, auf etwas konzentriert zu bleiben. Das verdammte Lehrbuch. Es tut mir leid. Das wunderbare Lehrbuch, das geschrieben ist, ist für eine durchschnittliche Intelligenz geschrieben. Es ist ein gängiges Rezept. Es ist nicht für den brillanten Schüler geschrieben. Es ist so geschrieben, dass es ein gängiges Rezept ist. Jeder versteht es. Aber dieses Lehrbuch, wie viel Aufwand erfordert es für eine ganze Reihe von Menschen? Wie sie es 10-mal lesen müssen, um es zu verstehen. Aber du legst dich in dein Bett und liest eine Liebesgeschichte. Du erinnerst dich an jedes Wort. Ja oder nein? Wie kommt es? Also dir fehlt nicht das Gedächtnis, du hast keinen Mangel an Konzentration. Es ist nur das Lehrbuch und du, die Chemie funktioniert nicht. Was du also brauchst, ist ein höheres Maß an Konzentration, ein höheres Maß an Beteiligung und ein weiterer großer Feind für den Schüler ist, weil dieses Lehrbuch so ein Beruhigungsmittel ist. Sobald du es öffnest, geh bis 2 Uhr ins Kino, du bist wach. Öffne das Lehrbuch um 9 Uhr, genau da schlägst du auf. Schlaf ist also ein weiterer großer Feind. Also was für eine Nahrung isst du, sodass es keine Trägheit im Körper gibt? In der yogischen Art, Dinge zu sehen, schauen wir auf Tamas, Rajas und Sattva. Tamas bedeutet Trägheit, Rajas bedeutet Aktivität, aber kein Gleichgewicht. Sattva bedeutet eine absolut ausgewogene Energie. Wenn du in der Ausbildung bist, brauchst du eine sehr ausgewogene Energie, weil du dich auf etwas konzentrieren musst, was dich natürlicherweise nicht interessiert. Es ist nicht etwas, das mit dem deine Chemie übereinstimmt. Wenn deine Chemie übereinstimmt, bist du immer auf dieses konzentriert, nicht wahr? Hier gibt es keine Chemie, aber du musst dich darauf konzentrieren. Dazu benötigst du Gleichgewicht und einen ruhigen Geist. Dazu musst du auf eine bestimmte Weise essen. Um es ganz einfach zu sagen, Nahrung geht durch deinen Körper, durch den Verdauungskanal. Von deinem Mund zu deinem Anus gibt es ein Rohr. Durch dieses läuft sie und durchläuft verschiedene Phasen des Verdauungsprozesses. Viele von euch sind Biologen, richtig? Sie geht durch den Verdauungskanal. Nun, es beginnt mit der Lippe. Hier, wenn du dir das anschaust, all die Pflanzenfresser und Fleischfresser, wenn du dir das Tierreich anschaust, gibt es Pflanzenfresser und Fleischfresser. Zwei Hauptgruppen von Tieren auf der Welt. Die eine frisst pflanzliches Material, die andere frisst Fleisch.
Wenn du dir den Verdauungskanal ansiehst, wie er aufgebaut ist, gibt es zwischen Pflanzenfressern und Fleischfressern einen deutlichen Unterschied. Alles im Menschen deutet darauf hin, dass du von Natur aus ein Pflanzenfresser bist, aber um des Überlebens willen wurden wir zu Fleischfressern. Wenn du dir die Bewegung ansiehst, Backenbewegung, alle fleischfressenden Tiere haben nur schneidende Bewegung. Pflanzenfresser haben schneidende und mahlende Bewegung. Es gibt Backenzähne, aber Fleischfresser haben keine weit verteilten Backenzähne. Sie haben nur Schneidezähne und Eckzähne. Alles sieht aus wie Schneidezähne. Also tun sie nur das. Alle Pflanzenfresser mahlen. Was hast du? Beide. Also sollst du dein Essen kauen. Warum du dein Essen kauen sollst, ist, weil du Enzyme in deinem Speichel hast, wo, wenn du ein wenig rohen Reis nimmst und ihn nur eine Minute lang in den Mund nimmst, wirst du sehen, dass es dort süß wird. Denn genau hier werden Kohlenhydrate in Zucker umgewandelt, genau hier. Wenn du also richtig isst, dann sagen wir etwa 30-50% deiner Verdauung sollte in deinem Mund geschehen. Dieser Teil des Verdauungssystems erwartet also halbverdaute oder teilweise verdaute Nahrung. Aber im Moment ist die Art und Weise, wie wir essen, dass wir hauptsächlich nicht nur unverdaute Lebensmittel nehmen, sondern teilweise zerstörte Nahrung. Also die Menge Nahrung, die du brauchst, um die gleiche Menge Energie zu bekommen, ist gestiegen. Du isst so viel mehr Nahrung, als du essen solltest, um so viel Energie zu erzeugen. Deshalb gibt es Trägheit im Körper, weil er so viel mehr Nahrung verarbeiten muss, als er sollte, entsteht Trägheit. Sobald es Trägheit gibt, steigt das Schlafpensum. Wie viele Stunden schläfst du? Hallo? 8 Stunden. Du hältst dich an die Verordnung, hm? Schau, es ist nicht so, dass du dir den Schlaf verkneifen musst, darum geht es nicht. Aber wenn du richtig isst und bestimmte Dinge mit deinem Körper machst, siehst du, einfach und mühelos, innerhalb von 3 bis 4 Wochen kannst du dein Schlafpensum reduzieren zwischen 2 bis 3 Stunden. 1,5 bis 3 Stunden kannst du sehr leicht weglassen, wenn du nur bewusst isst und nur lernst, richtig zu sitzen, weißt du? Nur die Haltung, deine Geometrie des Körpers und was in das System hineinkommt, wenn du nur diese beiden Dinge bewerkstelligst, wirst du sehen, dass das Schlafpensum auf diese Weise sinkt. Nur um es dir zu sagen, seit über 25 Jahren habe ich es weitgehend mit durchschnittlich 2,5 Stunden Schlaf geschafft. Jetzt werde ich faul. Und ich schlafe im Durchschnitt irgendwo um die 4,5 Stunden jetzt. Aber 7 Tage die Woche, okay? Nonstop, on. Ständig auf Achse. Fast jeden Tag. Meine Tochter hat mich einen Monat lang nicht angerufen. Ich frage, was zum Teufel ist das Problem mit dir? Warum rufst du nicht an? Sie sagte, alle 6 Stunden bist du in einer neuen Stadt. Was zum Teufel soll ich tun? Ich sagte, okay, das ist wahr. An einem Tag machen wir manchmal 3 Städte. Also ist es eine ununterbrochene Aktivität. Und heute haben viele Menschen um mich herum gelernt, dies zu tun. Über 100, 150 Menschen in meiner Nähe machen diese Aktivität. Im Mittel 4 Stunden Schlaf und 7 Tage die Woche. Sie sind immer on, auf Achse. Sie sind nicht gereizt, sie sind nicht frustriert, sie sind freudig und sie sind wunderbar. Warum das so ist, ist, es gibt viele Aspekte dabei, aber ein wichtiger Aspekt ist die Nahrung, wie du isst. Nicht nur was du isst, wie du isst, ist ebenfalls sehr wichtig, denn Nahrung ist eine lebendige Sache. Eine einfache Sache, die ihr Mädchen alle tun könnt, ist, seht einfach verschiedene Gesundheitsprobleme und Trägheitsprobleme, Konzentrationsprobleme. Esst einfach 40-50% der Nahrung in Rohform. Das bedeutet, es ist lebendig. Es muss eine lebende Zelle sein. Es kann ein Gemüse sein, es kann eine Frucht sein, es kann eine Nuss sein, es können gekeimte Bohnen sein. Mindestens zu 40-50% muss die Nahrung, die du isst, lebendig sein. Du isst tote Nahrung und du willst leben, das ist eine etwas schwierige Sache, weil du jetzt die Toten aufwecken musst. Aber wenn du lebendige Nahrung isst, eine Sache, die du sehen wirst, ist der Zustand deines Geistes, dein Fokus und dein Schlafpensum. Und vor allem wach zu bleiben ist nicht genug. Du musst aufmerksam bleiben, nicht wahr? Wie aufmerksam du bist, wie konzentriert du bist, nur so weit wird sich alles in dieser Welt für dich ergeben. Ist es nicht so? Was der Grad der Konzentration ist, wird bestimmen, ob du in der Welt einen Gewinn machst oder nicht, nicht wahr?
Und noch ein weiterer Aspekt des Lebens, ein weiterer Aspekt der Nahrung ist, wenn du etwas konsumierst, muss es einen einfachen genetischen Code haben. In dem Sinne, es muss eine sehr einfache Software sein. Gemüse, Früchte, Nüsse, Sprossen, sie sind sehr einfach. Komplizierter bedeutet, Tiernahrung wird immer komplizierter. Angenommen, du isst ein Tier, das eine gewisse Menge Gefühl und ein eigenes Leben hat. Nun, der Code in diesem, wir haben darüber gesprochen, dein Körper ist nur eine Ansammlung von Erinnerungen, was eine bestimmte Software bedeutet, nicht wahr? Dies ist die komplexeste Software. Menschliche Software ist die komplexeste Software aller Geschöpfe auf dem Planeten. Wenn du also ein Tier isst, besonders wenn du ein Säugetier isst, hat es eine ähnliche Art von Komplexität, vielleicht nicht so komplex wie dieses, eine ähnliche Stufe der Komplexität, weil es eigene Gedanken und Gefühle hat. Nun, wenn du diesen Code knackst und in dein System integrierst, bist du nicht im vollen Umfang erfolgreich. Also wird es Spuren bestimmter Eigenschaften in dir hinterlassen. Du kannst diesen Code nicht knacken und zu einem Teil von dir machen, denn es ist ein anderer und komplexer Code. Wenn du ein Blatt isst, ein Gemüse, eine Frucht, eine Nuss oder eine Sprosse, das ist viel einfacher. Wenn du nicht vegetarische Lebensmittel essen musst, musst du das essen, was am weitesten entfernt von dir ist. Also im Allgemeinen sind Fisch und Lebewesen aus dem Wasser am weitesten von dir entfernt. Also wenn du nicht vegetarische Lebensmittel essen musst, ist das Beste, was du essen kannst? Du bist an der Küste? Fisch ist das Beste, was du essen kannst.